Nächster Bereich, wir bleiben hier im Dokument, wir gehen mal auf das Inhaltsverzeichnis und wir sehen hier unser Inhaltsverzeichnis zum Dokument. Hier taucht natürlich jetzt bei der einen Position F30 auf. Wenn ich es jetzt vielleicht überall sehen will und ich habe keine Lust, jetzt jede Position nachzuarbeiten, können wir natürlich auch überlegen, hier in unserem Inhaltsverzeichnis, also ein Klick, dann sehen wir das Kontextregister und hier könnten wir sagen, wir wollen Positionsplandaten sehen. Und dann sehen wir eben, bei jeder Position taucht jetzt hier ein Hinweis auf. Und Sie sehen, das ist also eine Material- und eine Querschnittsinformation. Ich sehe aber hier nichts zum Brand. Das wäre mein Ziel. Wie können wir das erreichen? Wir gehen erstmal raus aus der Baustatik, denn wenn wir hier eine Veränderung erreichen wollen, dann betrifft das Layout, den Layout-Editor. Also gehen wir hier ins Register Layouts. Hier haben wir unser Projektlayout. Das wird einfach per Doppelklick gestartet. Und dann sehen wir hier drei Seitenlayouts, einmal das Titelblatt, ja, so eine Standardseite und unser Inhaltsverzeichnis. Und ja, hier unten sehen wir, hier tauchen die Positionsplandaten auf. Gehen wir ins Fenster Layouts. Wir sind im Bereich Inhaltsverzeichnis. Hier geht es um die Stile, um den Stil Position. Und da sehen wir schon einen Hinweis, da will ich mit Ihnen hin. Positionsplandaten. Da steht jetzt was von linker Bereich, mittlerer Bereich. Wenn wir hier uns das Inhaltsverzeichnis nochmal angucken, das mache ich vielleicht mal ein bisschen größer, dann wäre das hier der linke Bereich und das der mittlere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Information direkt unter der Positionsnummer sehen will, dann schreiben wir das hier in den linken Bereich. Ich bleibe hier mit Ihnen im mittleren Bereich und Sie sehen, da gibt es schon zwei Variablen. Das will ich mit Komma separieren und hier geht es weiter mit der Variable Brand hinzufügen und dann steht es hier mit drin und klicken wir auf Übernehmen. Ja, und dann wird es hier mit aufgeführt. Vielleicht gefällt mir jetzt die Schriftart im Vergleich zum Positionstext nicht so gut. Dann gehen wir noch ins Kapitel Text und da blättern wir ein bisschen nach unten. Gucken wir mal, hier kommt eine Frage. Positionsplandaten linker Bereich, Positionsplandaten mittlerer Bereich. Da will ich eine eigene Formatierung. Und dann nehmen wir die Schriftart Calibri. Ja, vielleicht so ein dunkleres Grau. Und ein bisschen kleiner, Schriftgröße 9 und kursiv. Ja, da sehen wir hier schon eine kleine Vorschau. Ja, so würde ich das ganz gerne verwenden. Jetzt können wir das Layout wieder verlassen. Ja, wir sind bewusst aus der Statik raus. Wenn wir jetzt wieder reingehen, wird natürlich das Layout neu geladen. Und wenn wir uns unser Statikdokument jetzt betrachten, wir gehen nochmal zum Inhaltsverzeichnis. Und siehe da, hier taucht natürlich jetzt auch unsere Information F30 auf. Und Sie haben gesehen, das ist natürlich für Sie völlig frei steuerbar, in welcher Reihenfolge diese Informationen hier auftauchen oder ob vielleicht nur diese Information Brandschutz hier auftaucht.